Yo, moin Leute, also wir sind gerade wir sind gerade aufgestanden und dann haben gerade gefrühstückt. Luca meinte so vorhin noch, yo, es gibt hier Frühstück und Bacon. Was gab's? Frühstück und Bacon. Ich meine, Eier und Bacon und, Egg und Bacon, so auf Englisch sagen wir es das mal so. Auf jeden Fall heute nach London, meine Freunde, dann machen wir eine Rundfahrt. Also das heißt, ich werde nicht beim Big Ben sein, ich kann nur beim London Eye vloggen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ne? Mhm. Das heißt, ihr könnt nur das London Eye mehr oder weniger nah sehen und den Rest halt per Busfahrt, was ein bisschen belastend ist, aber hat das besser draus gemacht. So, meine Freunde, angekommen in London mit den Zimmergenossen und Maurice aka Gott. Und wir gehen jetzt gerade wie heißt Oxford Street? Ja. Oxford Street hinunter, was wir auch eigentlich immer hier machen. Danach noch den Big Ben und das londonische Auge, meine Freunde. Und ja, dann sehen wir uns bei irgendwelchen freshen Sehenswürdigkeiten wieder, beziehungsweise bei, wir machen später noch einen Rundfahrt, ja. Was machen wir? Eine Guide-Tour. Eine Guide-Tour? Ja. Oh, meine Freunde. Guide-Tour. Ich bin der Reiseführer hier. Links und rechts sind die Läden und links und rechts wiederum Läden. Und pass auf, da ist noch ein Laden. So, meine Freunde, Maurice sitzt glücklich. Er hat sein Trikot. Lukas sucht noch irgendeinen Oxford-Pulli, was weiß ich, Mann. Und Sim speichert irgendwelche Nummern ein von irgendwelchen Verwandten, die in England wohnen, die er nie in seinem ganzen Leben gesehen hat. Doch, hab ich. Und ja, dann sind wir jetzt auch noch auf dem Weg in der Oxford Street für den Pullover. Ich will gar nichts, YouTube Money läuft nicht. Guckt mehr Werbung, ihr Bastarde. Und dann werden wir auf jeden Fall noch zurücksteppen in irgendwelche Parks oder so. Ich hoffe erstens, ich werde für die Musik nicht gestrikt. Und welchen Pulli wird ihr euch holen? Den hier oder den hier? Wenn ich den anziehen würde, würde ich aussehen wie eine Schulette, aber bei ihm passt es irgendwie. Ich weiß nicht. Ich ziehe den jetzt erstmal an, oder? Ich weiß nicht, also welche Farbe würdet ihr empfehlen in die Kommentare? Also wenn ihr das seht, hat er sich sowieso schon gekauft, aber aber schreibt mal, Jungs. Also ich bin mir aber auch unschlüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Mäuses, wir gehen jetzt auf den Rückweg und Maurice hat sein Trikot, ist alles glücklich. Sim hat sein London Pullover jetzt in Grau, ne? Ja. Grau hast du gekauft und Lukas hat? Ja, ich habe nur Postkarten. Ja, Lukas hat Postkarten. Wie gesagt, ich habe kein YouTube Money, deswegen gibt's nichts. Und wir gehen jetzt zu Macis, was Snickerien nun, und dann schauen wir nochmal, vielleicht haben wir Zeit nochmal kurz in den Park oder so zu gehen, weil das einzige schwer. In Großbritannien gibt es so viele Parks, das sieht so verdammt geil aus hier jetzt, Macis. Was snacken, Amanak. So, meine Freunde, fertig jetzt mit Snacken und das Wasser bei diesem Klo ist, warum auch immer, absolut todesheiß, ne? Nicht so. Und das Klo war so ein, kennt ihr diese Freibad-Klos? Ja, Alter. So ungefähr war das und das Ding ist, ich stelle mich da so hin, ne? Auf einmal kommt so ein Typ, er hat ungelogen, wenn du jetzt ich bist, ne? Er hat so. Tja, was ist denn los mit den Leuten hier, Mann? Aber ich sagen muss, die Leute hier, ich weiß nicht, ob mir so vorkommt, aber die sind übel freundlich. Sogar in einer Großstadt wie London oder so. Also kann sich. Ja, Mann, also ich weiß, ich würde so rausgehen, ne? Ein Typ würde so reingehen, Deutschland, er würde mich anrempeln. Hier, er hält für mich auf. Also todesfreundlich, Mann. Auf jeden Fall, Props gehen dafür raus. Bin ich auch freundlich? Ja, du bist sowieso freundlich, ne? Danke. Okay, gut. Genug weiter. Ja. Jungs, ich hoffe, man sieht das. Ich hoffe inständig, man sieht das. Alter, sieht das heftig aus. Alter, sieht das heftig aus. Auf jeden Fall gehen wir jetzt noch mal in den Disney-Laden rein. Ja, moin, Leute. Bis gleich. So, die Freundlichkeit in diesem Land fickt nicht nur meinen, sondern auch seinen Kopf. Wir sind gerade in diesen Disney-Laden reingegangen. Sie sagt so, was hat sie gesagt? Komm hier. Hello, come in. So richtig freundlich so. Und ich so, vor allem Deutsch nicht so, was sagt die so, hä? Ich so, also ich so, hä? Aber ohne Witz, ist wirklich krass, wirklich. Jeder sagt zu dir Hallo und die auch eben so, weißt du, die Frisierin fängt einfach so ein kleines Smalltalk-Gespräch vor. Hat es so gefallen, wo wir herkommen, wie so Deutschland, die so, oh, alles gut, alles super. Okay, Jungs. Also hier kann einer ganz gut sehen. Hast du auf GEMA geschützt? Strike 2. Nein. Nur wegen der Beats.
not bad. Guckt euch den Shit hier an, Mann, dieser Pferdekopf, Alter. Was ist das? Digga, das ist mein Kopf. Wer denkt sich sowas aus, Mann? Komm, rüber. Das ist mein Kopf. Und hier irgend so eine Statue, Alter. Digga, das sind Vögel. Und hier Brunnen. Also ich muss sagen, jetzt ich liebe Parks, Leute. Das ist so gechillt einfach nur. Ich liebe es, Mann. Ich feier es des Todes, meine Freunde. Das sieht einfach so fresh aus. So fresh. Überlebe alles, schau wie ich auf mein Debüt marschiere. Nichts wird wie früher, ich lasse nur Revue passieren. Ich hab für den Lifestyle gekämpft, für das Hightech in Benz, Maybach und Fans, Highlight vom Trend. Ich bin der geblieben, der ich immer war. Majo aka Ghetto Superstar. So, meine Freunde, wie famegeil! Wie fame! So, meine Freunde, wir sind auf jeden Fall London Eye angekommen. Take 3. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Palace oder Palace, Luca? Palace. Ihr wisst ja, ihr könnt mir nichts leisten. Ihr müsst meine Palace Werbung kaufen. Ihr müsst meine Werbung schauen, die Bastarde, weil sonst ich kassiere kein YouTube-Money. Kurzer Fun-Fact: Von 3000 Aufrufen im Monat sind nur 600 monetarisiert. Ihr Ficker, macht eure scheiß Adblock aus. Ich finde euch. Ich falle fast vom Glauben ab. Hier, das sind die hässlichsten Sachen aller Zeiten. Wir sind gerade im Palace. Und die eine Jacke, die ist absolut hässlich, kostet 200 fucking Pfund. Das ist nicht mehr normal, ne? Und Luca will sich jetzt einfach einen scheiß Pullover, den meine Mutter nehmen könnte, sich für 200 fucking Pfund holen. Ich pack das hier alles nicht mehr. Nee, das sieht, unter 100 Euro kommst du nicht, aber wahrscheinlich mit den Caps hin, Alter. Das ist schön, dass die Farbe schön ist. Aber das ist alles so hässlich. Und ich hoffe, dass die Musik nicht Copyright geschützt ist und mich gefickt. So, meine Freunde, wir waren gerade bei Kingdom of Sweets, oder wie das heißt? Ja. Und wir haben gerade für 50 Euro Schokolade gekauft, ne? Da waren diese, wie ist denn das Tintam oder so, ne? Tintam. Ja. Ich habe gerade was gegessen und die Scheiße schmeckt, gib mal her. Ja, Digga, gib mal. Hier. Gib mal. Oh, ja. Ja. Auf jeden Fall schmeckt das absolut geil. Auf jeden Fall. Habe ich eine Packung meiner Schwester mitgenommen, absolut 7 Pfund dafür bezahlt. Weil sie unbedingt diese Scheiße essen wollte. Der Kind geht einfach geil. Danke dafür. Aber in Deutschland gibt es ja nicht, deswegen dachte ich so, hey, nimm ich mal mit. Ich esse eh nicht so viel Schokolade, Scheißzeug. Können wir erzählen? Was? Kann man auch so ein kleines Mädchen mit so einer Mutter und die hat einfach da gepinkelt. Danke für die Information. So, meine Freunde, wir chillen hier noch. Und Luca hat sich Jelly Beans geholt und versucht sie noch aufzubekommen und will mir das eins in mein süßes Mundwerk stecken. Mensch, ich mach deinen Mund auf. Nein, das ist für mich. Letztes Mal, als ich so einen vollen Mund gesehen hab. Das ist so schlecht, gell? So, Mäuses, wir sind jetzt mit den drei Musketieren hier auf dem Weg, was zu kaufen, was zu snacken, und zwar Marshmallows. Ich hoffe, wir werden die finden, weil dann gibt es ein freshes Video für euch. Das wäre dumm ein Gedanke für die ganze Idee schon kennen. Und hier ein absolut nicer Brunnen, muss ich sagen. Appreciate that auf jeden Fall. Ihr müsst auf jeden Fall gucken, was wir essen. Subway habe ich nicht wirklich Bock, weil ich gestern schon was gesnackt habe. McDonald's habe ich heute Mittag schon gesnackt. Oha, es wird absolut feucht, Alter. Und ich wäre auf jeden Fall eigentlich für was Asiatisches. Also wenn wir schnell was finden, da ist auf jeden Fall... Ich glaube, ich habe da oben einen Brunnen was gesehen. Ja, dann wär's auf jeden Fall fresh, wenn wir sowas finden, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Snacken wieder oder danach, oder wenn wir Marshmallows gefunden haben, bla. So, Mäuses, wollten eigentlich Marshmallows kaufen, waren absolut keine da. Absolut verstückt. Wir sind am anderen Ende der Stadt, und jetzt sind wir noch hier beim Brighton Pier für absolut 5 Minuten, glaube ich. Weil die 5 Minuten beim Hostel sein müssen, aber kurz die View, meine Freunde. So, Jungs, ich hoffe, der ganze Vlog hat euch gefallen. Ich war ein bisschen Brain AFK, deswegen nehme ich das statt gestern Abend heute Morgen auf. Also lasst auf jeden Fall ein Like für den London Vlog da, meine Freunde. Und vergesst nicht, in 3 Tagen kommt der nächste Vlog, und haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis you!